Spieltag Nummer 1 der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022. Deutschland gegen Island. Hören wir in die Nationalhymnen rein. Dann blicken wir mal auf die Gruppe J. Deutschland hier in der Duisburger Schau-ins-Landreisen-Arena, gewöhnungsbedürftiger Name. Der deutliche Favorit in Gruppe J eben Island, sicherlich auch ein kleinerer Favorit dieser Gruppe. Ansonsten Rumänien, auch nicht zu unterschätzen. Armenien, Liechtenstein und Nordmazedonien dürften nach menschlichem Ermessen relativ wenig erreichen, aber die Weichen werden hier gegen Island gestellt. Bei Deutschland fehlten Gosens und Süle, aber trotzdem konnte man hier eine schlagkräftige Truppe aufstellen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja aus dem Jahr 2020 dann auch doch wieder einiges gut zu machen. Das ist die isländische Nationalmannschaft, so aufgestellt im 5-3-2, sicherlich variabel im Offensivspiel. Das ergibt sich ja von selbst. Aber viel interessanter war dann ja, was passiert auf dem Platz, wie kann sich Deutschland da einfinden. Bei vielen deutschen Nationalspielern läuft es ja aktuell sehr gut in der Liga und dementsprechend war man hier auch in der Lage, das Spiel zu kontrollieren. Island erstmal in der defensiveren Rolle, hier dann Leon Goretzka, der den Ball lange treibt. Wo ist da denn mal die Anspielstation? Sané zu Werner und so schnell kann es gehen. Sechste Spielminute, das 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft. Es ist ein ganz frühes Tor, ein wichtiger Treffer, Balsam für die Seele des Fans der deutschen Nationalmannschaft, aber auch vor allem auf das der Spieler, die ja wirklich auch viel abbekommen haben, rund um Joachim Löw. Schwierige letzte Jahre hatte, vielleicht das der Auftakt in eine bessere Zeit. Alles natürlich im Kontext von Fußball zu sehen. Da gibt es sicherlich deutlich wichtigere Dinge im Leben. Aber wir befinden uns hier nun mal in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft und so bewerten wir das dann auch. Island aber legte sich nicht nur hin und ließ sich verprügeln. Nein, sie versuchten es auch mal nach vorne. Joshua Kimmich heute wieder mal als rechter Verteidiger aufgebracht. Ja, der hätte sonst eventuell Süle gespielt. Oder Gosens, eben diese beiden Spieler, die nicht dabei sind. Deswegen erstmal Kimmich rechts hinten. Der anschließende Eckstoß reingebracht, auch nicht so gefährlich. Und so kam der Gast aus Island zu seinen ersten Möglichkeiten. Deutschland vor allem in der Defensive ja immer stark anfällig. Da wollte Manuel Neuer sicherlich heute auch gerne mal ohne Gegentor bleiben. Jetzt wieder Deutschland auf dem Weg nach vorne. Leroy Sané, es ging dann unfassbar schnell in die Gefahrenzone. Werner 2:0, Doppelpack für den Stürmer vom FC Chelsea. Stark von Sané vorbereitet. Sané, der ja auch beim FC Bayern mittlerweile super angekommen ist mit diesem guten Pass. Und dann geht das alles für diese Defensive viel zu schnell. Island sicherlich europäisch durchschnittlich positives Niveau, aber eben relativ schwierig dann hier gegen Deutschland in sehr guter Verfassung zu bestehen. Knappe halbe Stunde gespielt, wieder ein Angriff der in weiß gekleideten Gastgeber. Toni Kroos wird nicht gut angegangen, Leroy Sané sucht die Lücke, hämmert drauf, 3:0. Es passt auch wirklich sehr viel bei der Mannschaft und jeder Schuss hatte fast so seinen Erfolg im Endeffekt. Da waren sie einfach effizienter, brauchten nicht so viel investieren, weil dann die wenigen Aktionen häufig zum Erfolg führten. Gnabry springt noch drüber weg. Dadurch wird es nicht einfacher für Halldórsson, der zum dritten Mal schon hinter sich greifen muss. Und es war immer noch nicht Pause.
Noch einmal ein abgefangener Ball. Postwendend der Ball zurück in 16er der Isländer. Sané Kroos weitergeleitet zu Timo Werner. 44. Minute 4:0. Und das war tatsächlich Stressbewältigung. Stressbewältigung und so ein bisschen das Aufarbeiten, was man im Ende des Jahres 2020 auf fußballerischer Ebene erlebt hatte im Nationaltrikot. Und da musste jetzt Island drunter leiden, die eigentlich nicht so viel falsch machten, aber dann doch in der Defensive eben zu viele Lücken aufwiesen. Und so war es dann ein deutlicher Halbzeitstand von 4:0. Woran er, Timo Werner, einen großen Anteil hatte. 3 Tore alleine hatte er eben dazu beigesteuert. Einer dann von Leroy Sané, das sicherlich auch die auffälligsten Akteure auf dem Feld. Der zweite Durchgang ging ein bisschen ruhiger los. Knappe Stunde jetzt schon gespielt. Timo Werner mal auf gut Glück rein. Alles nicht so richtig sicher, was Arnason da in der Abwehr macht. Ballgewinn wieder von Timo Werner. Es war auch ein giftiger, ein galliger Auftritt. Das, was man lange Zeit vermisste, hier konnte man wieder Ansätze davon sehen, was eigentlich für ein Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Klar, Leon Goretzka, Gnabry, die kommen aus der Bayern-Euphorie, wo es ja momentan auch allgemein super läuft, eben nicht nur Sané, sondern eigentlich alle, die da spielen. Und die Mannschaft hier ist eben aufgestellt mit knapp 50% der Bayern-Spieler, bei denen es so überragend läuft. Kai Havertz jetzt mittlerweile eingewechselt, rennt sich fest, Neuhaus, trotzdem der Ball zu Goretzka. Der hatte ein bisschen Pech, scheiterte in der 65. Minute. Dann Halldorsson, der so ein bisschen über sich hinauswuchs. Ja, im ersten Durchgang musste er doch richtig was einstecken, das macht er jetzt deutlich besser. Wurde da teilweise ein bisschen auch von seiner Abwehr im Stich gelassen. Aber Island gelobte nochmal Besserung. Viktor Pálsson, Sigthorsson kommt nicht durch. Ginter schmeißt sich rein. Also es sah ganz gut aus mit dem 2:0 für Manuel Neuer, weil so hundertprozentige Tormöglichkeiten kamen auch einfach nicht auf für die blauen Gäste. Aber Deutschland wurde ein bisschen fahrig, sodass Island nochmal kommen konnte. Einmal schön gespielt. Bodvarsson quergelegt und Sigthorsson immerhin mit dem 4:1. 79. Minute. Island mit dem Ehrentreffer belohnt sich dann doch für einen schon engagierten Auftritt, wo es eben spielerisch limitiert war. Das war dann aber mal sehr schön gemacht. Dann nochmal quergelegt. Da ist dann auch Manuel Neuer, der Nachtragende, der hier ja, hinter sich greifen muss. Nachtragend in dem Sinne natürlich, dass er hier mit seiner Abwehr gerne zu Null gespielt hätte. Allerdings auch das wird er sicherlich verkraften können. Nachspielzeit, nochmal eine Standardsituation, gut reingebracht. Und da konnte dann auch einer, der in der zweiten Bundesliga in Deutschland aktiv ist, sich nochmal zeigen. Viktor Pálsson beim SV Darmstadt unter Vertrag. Trifft hier per Kopf allerdings daneben. So blieb es am Ende des Tages beim 4:1 an diesem Donnerstagabend. Ein sehr verdientes Ergebnis. 4:1 auch in der Höhe durchaus verdient. Sie waren vor allem im ersten Durchgang die Deutschen sehr effektiv. Island verdiente sich dann aber auf der anderen Seite auch sicherlich diesen Ehrentreffer. Jo, die Prognose sagt 4:1. Was sagt ihr? Tippt gerne mit in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.